In Pickdrop kannst du für deine Kundinnen und Kunden auch Likes anbieten. Likes funktionieren genauso, wie du es von Social Media gewöhnt bist. Du siehst, ich bin hier auch in einer Galerie, in der Likes schon aktiv sind. Die erkennst du immer daran, dass du oben am Bild so ein kleines Herzsymbol findest. Wenn das Herz rot ist, dann bedeutet das in dem Fall, dass das ein Like ist, den du selbst vergeben hast. Und an den anderen Bildern, wo die Likes nicht rot sind, siehst du, dass da schon Kundinnen und Kunden aktiv waren. Ich zeige dir kurz, wie du die Likes in deinen Galerien einschalten kannst. Dazu gehst du in die Settings, da dann in den Bereich Abstimmungsmodus und checkst einfach, dass bei Likes und Voting der Haken aktiv ist. Mit einem Speichern bist du dann auch schon direkt drin unterwegs. Ich zeige dir mal, wie das aussieht, wenn deine Kundinnen und Kunden eine Galerie besuchen. Dazu habe ich mir die gleiche Galerie hier schon mal geöffnet. Und da siehst du, für die ändert sich in der Ansicht eigentlich gar nichts. Das sieht fast so aus wie bei dir. Auch sie können dann hier oben einfach mit einem Mausklick die Likes an ihre favorisierten Bilder dran setzen. Das geht natürlich auch hier unten in der Einzelbildansicht. Und so ist es ganz einfach, dass deine Kundinnen ihre Lieblingsbilder markieren. Für dich zurück in der Galerie ist es gut zu wissen, die Likes passieren immer sofort live. Das heißt, du musst deine Galerie nicht neu laden, sondern siehst direkt, wenn was dort passiert. Du kannst dann in deiner Galerie auch nach den Likes filtern. Das ist sehr praktisch, um dir nur die Bilder anzuzeigen, die schon ein Like bekommen haben. Und wenn du möchtest, kannst du bei der Sortierung auch nach der Anzahl an Likes sortieren. Das heißt, die Bilder mit den allermeisten Likes stehen dann immer ganz vorne oder ganz oben in deiner Galerie. Du siehst ein cooles Feature für alle Menschen, die vielleicht mit den mehreren Auswahlmöglichkeiten bei den Farbmarkierungen nicht so ganz zurechtkommen oder für eine Galerie, wo du genau weißt, da werden 10, 20, 30 oder noch viel mehr Leute unterwegs sein und sollen alle ihre Favoriten markieren. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Liken.